Unser komisches Gargoyle-Viech. Der ist ganz schön zäh. Stufe 16. Aber nichts kriegen, meine Übermacht. Aha! Das ist eine unvorhergesehene Wendung. Ah, ich weiß, ich werde dich fertig machen. Ahaha! Oh, mal Stoß und. Ach. Ja, da kommen wir ja gerade noch rechtzeitig. Oh, Papa Limo. Da sind wir. Ungeladene Gäste, doch keine Sorge, sie werden nicht mehr lange existieren. Oh, sag doch mal nicht so laut. Werden die noch den Hintern aufreißen? Ja, die beiden. Mein Eisrock kann mir gar nichts. Ich bin ein standhafter Pikenier und werde nicht fallen. Woher beziehst du deine Kraft? Aus meiner Mut und Entschlossenheit als Pikenier. Das dauert mir schon etwas zu lange. Strengt euch an. Da ist er besiegt. Spielinhalt beendet. Na, sehr gut. Hatte ich auch mal schwierige Erinnerung. Nächstes Mal wird dich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Ja, genau. Ich hab's auch gehört. Ein Askian also. Stifter von Chaos und Zerfall. Himmelsboten ist eine Bezeichnung, die die wilden Stämme ihnen gaben. Unser Verdacht war also berechtigt. Ixal wurden also tatsächlich von den Askians manipuliert. Nicht nur sie. Alles in Ordnung? Was für Ungeziefer sich hier versteckt hält? Lass mal sehen. Kein Zweifel, wie er uns beschrieben wurde. Das ist der Agitator, der die Ixal aufgewiegelt hat. Dann haben wir also unsere verdächtige Gestalt gefunden, oder? Richtig, endlich haben wir ihn. Wir hatten so eine Ahnung, dass hier etwas im Gange ist und offenbar lagen wir richtig damit. Ah, ja, eine ganze Menge Arbeit. Danke für deine Hilfe. Rückzug! Jawohl! Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Melde dich bei deiner Rückkehr nach Gedania im Hauptquartier von Nofika Shah. Dort liegt eine Belohnung für dich bereit. Ein gutes Team, die Voidläufer und wir, oder? Wir helfen ihnen ab und zu aus der Patsche, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Übrigens sind wir gar nicht aus Gridania, sondern weitgereiste Fremde. Das habe ich schon gedacht. Aus der Stadt der Weisen und Gelehrten? Ja, wir kommen wirklich aus Shalayan, aber woher hast du das gewusst? Bei dir ist das wohl unklar. Bei dir ist das wohl klar. Was sagst du? Nichts. Oh, Papa Limo, das ist nicht fair. Sag's mir. Dummkopf, weil du daher redest, als ob du über alle Dinge stehen würdest. Tja, aber den Excel-Anstifter habe ich immerhin ausgeschaltet. Stimmt's? Ja. Ja, Ida, du ganz allein. Dann bis bald, ja? Tschüss. Komische Leute. Da liegt was. Es ist dunkel und strahlt böse Energie aus. Ich glaube, ich fasse das mal an. Mal gucken. Es ist weg. Ja, oh, Carson Fate. Da gehe ich nochmal hin.
Da muss ich hin. Wiesenstecke namens Luca Karok will sich am Wächterbaum glücklich tun. Ich mit uns! Oh, da sind aber viele. Oh, wei. Da ist er hier. Viele Schnecken. Zwei Gelehrten, zwei Beschwörer hier. Oh, der eine ist auf, der wäre ja fast hochgegangen, der eine. Wir fliegen hier. Aha. Das ist ja ganz neu, dass man hier fliegen kann. Wusste ich noch gar nicht mal. Aber gut. Moin, Gretania. Bin nämlich kein Ticket verwenden. Wird das da auch irgendwann können fliegen? So. Wir reden jetzt Weitläufer geht. Hallo. Will mir meine Belohnung abholen. Ich komme. Dann komm, wurde angekündigt. Du kannst weitergehen. Ja, ich will rein. Jetzt gucken. Gibt's jetzt ein schickes Video, wo ich jetzt zum Retter der Waldes gekürt werde. Ah, wollen mir Brankasch. Vielen Dank für deine Hilfe im Immerschatten. Unsere Leute können auch einiges von dir lernen. Nicht nur die Ixal hast du unschädlich gemacht, sondern auch noch denjenigen, der sie aufgewiegelt hat. Präzise Technik, gute Ausdauer, scharfer Blick. Du wirst mal Außergewöhnliches vollbringen, wollen mir Brankasch. Vertrau mir, ich kann das beurteilen. Mion hat den Richtigen geschickt. Kan'e darf sich glücklich schätzen, dass du für ihr Gretania kämpfst. Ich danke dir. Applaus, 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 Applaus. Älteste Satzseherin Senna. Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant. Und du bist jener Tapfere, der seine Kräfte in den Dienst Gridanias stellt. Ich bin Kan'e Senna. Mir ist der Schutz und die Führung dieses Staates anbefohlen. Von deinen Taten habe ich schon viel gehört. Deswegen bin ich gekommen, um dir zu danken, im Namen Gridanias und in meinem eigenen. Es würde mich freuen, wenn du ein Zeichen der Anerkennung entgegennehmest. Bald findet ein Fest statt, das wir die Hohe Bundweihe nennen. Es ist ein Ritual, mit dem die Gebieter des Waldes beschwichtigt werden. Wir drücken auf diese festliche Art unsere Dankbarkeit aus, damit wieder Frieden einkehrt. Und du sollst dabei die Hauptrolle spielen. Oh, was für eine unglaubliche Ehre! Wir rechnen fest mit dir. Wären wir alle so festen Herzens wie du, so hätten wir nichts zu befürchten. Möge dich diese Stärke nie verlassen. Oh, schön. Der Danielscher Ring. HP plus 8 Ring des Glücks. Resistenz. Den nehmen wir aber. Schauen wir mal. Sehr gut.
Levi von Ufikasha hat dir was mitzuteilen. Du beginnst eine wichtige Persönlichkeit hier in Gridania zu werden, Voinomir Brankash. Dass sich die älteste Saatseherin persönlich so heraushebt, ist eine vergleichliche Ehre. Und die Hauptrolle bei der hohen Bundweite? Als Fremder begreifst du vielleicht gar nicht, wie wichtig diese Funktion ist. Aber dir ist sicher klar, dass du dich gut vorbereiten musst. Vielleicht ist es besser, wenn du Mion dir alles erzählt. Die weiß, was sie bei Abenteuern wie dir am Vorwissen erwarten kann. Es steht nur eins. Und der Hauptakteur kann die hohe Bundweite nicht stattfinden. Sei dir der Verantwortung bewusst. Ja, mach ich. Ist doch schon mal schön. Das gefällt mir. Endlich habe ich meine wichtige Rolle im Leben. Gut, dann gehen wir mal zu Mion und fragen sie um Rat. Dann gucken wir mal weiter. Zack, runterspringen. Ich springe gern von dem Balkon. Ein Eterinenplatz da. Zack. Schöne Musik hier in Gridania. Ja, wir können auch mal statt zur Reparatur hier bis reparieren. Aber zwischendurch reparieren. Hallo Mion, da bin ich wieder. Ah, Voinomir. Ich hab frische Aalpastete. Wie wär's? Oh, Kan-E hat dich zum Fest der Hohen Bundweite eingeladen. Wie schön. Du sollst die Hauptrolle spielen? Das ist doch nicht dein Ernst. So eifrig du auch bist, das ist doch wohl zu viel der Ehre. Mit der Hohen Bundweite soll unsere Verbindung mit den Gebietern des Waldes gesteckt und erneuert werden. Es ist eine der bedeutendsten Zeremonien überhaupt. Du musst dabei die Brücke zwischen den Gridaniern und den Gebietern bilden. Du, obwohl du nicht von hier kommst. Oder womöglich gerade, weil du ein unbefangener Außenstehender bist. Jedenfalls musst du rasch die nötigen Vorbereitungen treffen. Lauf in die Zimmerergilde und frag nach dem Gildenmeister Beate. Er wird dir etwas geben, was du für das Fest unbedingt brauchst. Komm dann wieder zu mir und ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Ja, mach ich. Geh da mal schnell hin. Wo ist weiter? Muss ich schnell hin? Der hat was für mich. Revolverkrieg. Aber noch ein bisschen. Bis sie zur Revolverklinge werden kann. Du Gildenmeister Beaten. Oh, du bist also der geheimnisvoll Unbekannte. Mion hat mir einen besonderen Abenteurer, der bei der Hohen Bundweite die Brücke sein soll, angekündigt. Aber dass du das bist, na wie dir noch sei. Ich denke, du kommst wegen dem hier. Alles schon bereit für dich. Pass gut drauf auf. Ich habe bei der Herstellung mein ganzes Herzblut einfließen lassen. Und Mion das Holzkistchen zeigen. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Hin und her, hin und her. Weiter, weiter, weiter. Danke. So, ich habe hier die Holzkistchen. Ah, du hast das bekommen. Ausgezeichnet. Dann zeig mal her. Ja, bitteschön. Hast du schon einen Blick hineingeworfen? Nein? Das Kistchen enthält eine Monoa-Maske. Das ist eine Ritualmaske, die aus einem ganz besonderen Material besteht. Aus Rinde, die behutsam vom Wächterbaum abgeschält wurde. Und vom Wächterbaum, stell dir vor, ich kann dir jetzt nicht alles dazu erklären, aber du bist ja immerhin ausgestattet. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, zum Festtor zu gehen. Festort. Ruhig auf der Erde sitzen und sprechen. Abschließen. Sehr gut. Du bist in Mions Hexenstübchen und stellst dich auf deine wichtige Rolle ein. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. So. Wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen was auf dem Tacho. Und ich würde sagen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir weiter Final Fantasy spielen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute. Schaut auch gerne unsere anderen Videos da. Gebt uns ein Like für die Videos, die wir so machen und auch gerne ein paar Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Voinomir, Brankash oder auch Lögos. Macht's gut und tschüss.